Was in diesen Glasbehältern rotiert, reicht aus, um die Menschheit zu vernichten. AIDS-Virushüllen werden bei der Immuno in Massen aufbewahrt. Und um einen Impfstoff gegen die tödliche Infektion zu finden, scheinen den Wissenschaftlern Schimpansenexperimente unerlässlich. Da hat man es mit hochkriminellen Leuten zu tun. Und das ist eine Art Krieg. Das ist so. Das muss man aushalten, das muss man hin. Es ist wirklich eine Front. Also das wird wirklich der Weg, den die Schimpansen gingen. Sie werden, der Schuber wird aufgehen und so wie jetzt uns der Wind entgegenschlägt, wird einer der Wind entgegenschlagen und sie gingen dann wirklich, sie sehen da Wiese, Baum, sie sind einfach draußen. Und werden wahrscheinlich in dem Moment genauso aufgeregt sein wie wir in dem Moment, wo nicht einmal irgendwas draufsteht. Das ist einfach ein Herzklopfen, das ist einfach ein einfach tolles Gefühl. Einfach ein Vorfreude. Das ist wirklich schön.